So Leute, neuer Tag, mal wieder am Start. Wir schauen mal, ob die Stadtkasse die bezahlten Strafzettel hat. Eine hat bisher bezahlt. Ich glaube aber, das war Basti. Das heißt, von GroKo müssen wir noch die Bezahlung einfordern. Und da müsste ich mal schauen. Er ist live. Eventuell ergibt sich heute im Laufe der Folge noch was. Das ist aber gut zu wissen. Ja, den würde ich dann schon mal abhaken. By the way, wenn ich gerade schon mal hier bin, ich würde in den Redstone Shop mal reinschauen, ob es hier noch irgendwelche Dinge gibt, die wir bedenken müssen. Redstone sieht erstmal ganz. Ja, gut aus. Ich hatte hier schon Emeralds rausgeholt. Ich wollte demnächst mal was restocken. Aber soweit es geht, sieht's aus. Ja, das Pens habe ich noch nicht gehabt. Als wenn zum Großteil noch alles da wäre. Okay, muss ich erstmal nichts machen. Sehr schön. Ja, ich muss noch ein paar weitere Strafzettel neu ausstellen, weil wir hatten ja ebenfalls noch gesehen, wie sich gewisse Individuen versucht haben, durch die World Border zu buggen und abzuhauen und ne, Ressourcen zu stehlen. Da werde ich ebenfalls nochmal Strafzettel ausstellen müssen. Und ja, da gucken wir mal. Gut, aber fürs Erste dachte ich, baue ein bisschen der Base weiter und guck mal so, was sich im Laufe der Folge alles ergibt. So Leute, da hat sich auch noch was ergeben. Folgendes. Ich mache mir jetzt eine blaue Lederrüstung, ein blaues Lederrüstungsset. Und das ist mein Polizeiautfit. Und ich muss jetzt erstmal Herrn Kroko verhören und noch einen neuen Strafzettel ausstellen. Weil er ja auch durch die World Border durch ist. Janus Ayus ist durch die World Border, Bassi Zockt ist durch die World Border und Blizzard ist durch die World Border. Genau der Schrei, das meine ich. Die sind alle durch die World Border. Und da müssen wir gerade mal durchgreifen. Ich würde mal kurz mein Inventar entleeren, damit wir hier ne, das parat haben und so. Ertrunkenen einfach angezogen. Nee, wir ziehen uns jetzt hier die. Und wir müssen GroKo noch einen neuen Strafzettel vorbeibringen. Wegen einer neuen Ordnungswidrigkeit. Nee, dieses ist aber doppelt so teuer. Dieser muss 20 sein. Ne? Mit Androhung einer Haftstrafe bei Nichtbezahlen. Das ist einfach hier Steuerflucht ist das. Die wollen aus der Border raus. Carbon, ich glaube auch. Jetzt knallt sie richtig. Jetzt hauen wir hier mal auf den Tisch. Er left the game. Er ist Flüchtling. Er ist geflüchtet. GroKo ist geflüchtet. Strafzettel 20 Emeralds. So, da ziehen wir gnadenlos durch. Wir müssen vorbeikommen. Er ist einfach geflüchtet. Das heißt, wir werden kommen, wenn er wieder nach Hause zurück möchte, um seine letzten Habseligkeiten mitzunehmen. Und dann werden wir ihm den Strafzettel direkt ausstellen und im Zweifelsfall verhaften, falls er wieder entkommen möchte. Ganz einfache Sache. Kommissar Spark zur Stelle. Auch ein Blizzard. Ja, ganz einfach. Der ist ebenfalls illegale Portal zum Serverspawn rein und ist durch die World Border raus. Ganz einfache Sache. Hier, die wollen der Welt entfliehen. Da haben wir doch. Er ist da. Oh mein Gott, er ist da. Ganz schnell hier rüber. Ausweis bitte. Ja, sofort. Geben Sie sich. Er will einer Verhaftung entfliehen. Ah, Leute. Er hatte sich gerade in seine Burg verkrochen. Hat was zugeworfen. Krokodil Andreas. Sehr gut. Da ist er ja. Officer? Okay. Ja. Sie wissen, wer gerade vor Ihnen steht. Spark of Phoenix. Kommissar Spark. Nochmal wie? Kommissar Spark. Kommissar? Oh, Kommissar, was für eine Ehre! Sehr gut. Erstens, wie erklären Sie sich gerade, dass Sie soeben Urkundenfälschung begangen haben? Wieso Urkundenfälschung? Ich habe Sie haben sich soeben dieses Ausweis. Stück Papier ausgestellt. Achso, ich dachte, jeder muss so ein Stück mit sich führen und wusste nicht, dass es da eine offizielle Stelle gibt, die zu beantragen. Alles gut, aber eigentlich wollte ich auch nur was anderes zustellen, ne? Neben Wobei, Ihrem will ich. Vergehen in Ich den vergehen. Spawn zu betreten, muss ich einen neuen Strafzettel zustellen und ich dachte mir eigentlich, ich mache das in Person, weil noch mehr Ausrufezeichen hält Ihre Insel nicht aus, die Es bricht ist irgendwann verrückt, ne? zusammen. Im Moment ist es verrückt. Ich komme gar nicht hinterher. Ja, Die kommen ich weiß auch überall. nicht, Die was wachsen ist. überall. Nicht, dass die Inseln vor lauter Ausrufezeichen zusammenbrechen. Ja, ich muss meine Arbeitstask abarbeiten. Das ist verrückt. Ja, Folgende Begründung: Sie haben sich illegalerweise versucht, durch die Weltgrenze zu buggen Was? und Wer sagt denn sowas? sind fast in dem Projekt entflohen.
Ich habe einen illegalen Grenzübertritt bemerkt. Ich dachte, du bist Kommissar und nicht Grenzwache. Ich muss sämtlich Vergehen des Servers Dingens, ne? Da hängen noch andere mit im Boot. Also ein gewisser Herr Ach, da Bissor. hängen noch andere mit im Boot. Ja. Das ist wie passend. Ich Da. weiß von nichts. Unter anderem ein gewisser Herr Ayosa, ein gewisser Herr Basti Zockt und ein gewisser Herr Blizzer. Diese haben alle die Weltgrenze überschritten. Das sind sicher ganz schlimme Leute, das hört man schon am Namen. Richtig, wie Sie wissen, in Kommissar Spark of Phoenix, das S in Spark steht für Stalk. Das heißt, ich habe überall meine Informanten, die Sie beobachtet haben. Und deswegen stelle ich Ihnen den zweiten Strafzettel aus. Und beim dritten Mal, wissen Sie Bescheid, gibt es eine Haftstrafe. Ich würde mich anbieten, also ich sehe das mit den Strafzetteln noch ein bisschen. Da ist noch Diskussionsbedarf. Ich muss da nur erst noch was mit meiner Community klären, bevor ich da groß einsteigen kann. 20 Emerald, das ist ja mal teurer. Egal. Worauf ich hinaus wollte, Ja. bevor es eine Haftstrafe geben kann, Ja. braucht sie ein Gefängnis, oder? Richtig. Ich habe ja Fähigkeiten als Architekt. Ja. Und ich habe tatsächlich einen Studienkollegen, der Gefängnisse baut. Ja. Ich würde mich anbieten, ein professionelles Gefängnis in der Miete zu errichten. Ja, am besten so unterhalb, ne? Also unter dem Enchantment Table oder so, weil in der Mitte fände ich irgendwie, Okay. also als Gebäude ist, glaube ich, weird, dass man so ein Verlies Okay, runtergeht. okay. Aber ich finde das sehr Dann. gut. Manche Leute schaufeln ihr eigenes Grab, Kroko baut sich sein eigenes Gefängnis. Das würde ich, ja, würde ich mich anbieten. Würde aber um ein bisschen, also du musst natürlich dann aufpassen, dass du den ersten Strafzettel nicht heute ausstellst. Ich brauche natürlich ein bisschen Zeit, um dieses Gefängnis zu bauen, dass es Alles auch wirklich gut, alles ausbruchssicher gut. ist. Noch gibt es Verwarnungen. Bisher sind noch keine weiteren Okay. Vergehen gefunden worden. Okay, dann würde ich mich dem Gefängnis sehr gerne annehmen, würde aber dann bitten, dass ich dieses Dokument hier ausgetauscht bekomme in einen richtigen Ausweis, weil wenn Ausweise gefordert werden, dann sollte es auch richtige im Umlauf geben, den ich dann herzeigen kann, weil sonst ich komme auch gerne auf eine Dienststelle, um den dann zu beantragen. Ja, da gibt es natürlich einen unfälschbaren, selbstverständlich. Das denke ich Das mir, das denke ich kriegen wir mir. hin. Okay, Ja, perfekt. das ist schon mal gut. Nee, ich krieg so manche Dinge mit und dann sage ich, na, das geht aber nicht. Ich sehe auch schon, wie während der Tat schon Schuldgefühle aufkommen bei den Tätern oftmals. Oh, okay, ja, verstehe ich. Also, Ganz ja, also ehrlich. es sind ja auch schreckliche Taten, die da vorgeworfen Gucke mal ganz werden. ehrlich, ich war live dabei, als ihr oben durchs Portal seid, habe aber nichts gesagt. Bist du ein Stalker? Ich war einfach literally live dabei und ich habe so gemerkt, wie du noch so, oh nein, können wir das jetzt machen? Oh nein, der Heuschaufer, da sieht keiner. Du wusstest schon ganz genau, oh nein, wir wollen ja noch ein bisschen länger im Projekt bleiben. Wir wollen noch länger dabei. Nee, Okay, das ist also ja. dann ist ja nichts. Ich würde auch Ich sagen, muss, wie gesagt, ein ja. gewisser Herr Spark erstattet übrigens keine Anzeige für einen kürzlich beobachteten Diebstahl auf seiner Insel. Denn Was wurde denn gestohlen? ein gewisser ein Sabotageakt ist auch dort begangen worden. Hast du das schon so schnell? Haben sie es dir gespoilert oder hast du es gesehen? Nee, Beides ich habe das wahrscheinlich. gestern schon gesehen, so Streamstand. Okay, immerhin. Ja, ich war gestern auch live. Nee, aber deshalb. Du redest schon, wovon redest du? Von dem Loch? Ich rede von dem Loch in der Mobfarm. Aber das habe ich. Ah ja, stimmt, das war gestern, ne? Ja, das Gestern. habe ich Stimmt, gestern Abend gestern schon in der gesehen. Früh habe ich das verbrochen, genau richtig. Genau. Eieieiei. Ich dachte, es Der tut mir Chat hat leid, schon ich wieder hätte es Ideen. Er ignoriert. möchte auch das unbefugte Parken von Booten außerhalb der Weltgrenze bestrafen. Hier, aber Hier schau gibt mal, es dein auch Block hat gerade wieder meinen Ehrenplatz, Parking-Tickets. ne? Gibt es auch Oh, shit. Parking-Tickets. Ich würde sowieso auch Folgendes vorschlagen, dass mit den Smaragden der Strafzettel aus der Stadtkasse der Architekt für den Bau des Gefängnisses bezahlt wird. Also für solche Gemeinschaftssachen, ne, dass dann die Stadtkasse dafür aufkommt und sowas. Ich glaube, das ist Das ganz cool. ist gar nicht verkehrt. Schau mal deinen Stein. Also mein Stein. Also ein Ja, habe ich Stein. schon gesehen. I know everything. So, okay, ich weiß immer an. Okay, fast alles. Ja, ich muss schon überlegen. Kennt sich aus. Ziemlich cool. Ziemlich Ich gut. habe noch ein paar Ideen. Aber. Ich bin gespannt. Ich habe auch noch ein paar Ideen und ich werde mich jetzt mal intensiv mit meinem Chat unterhalten müssen, um dann zu sehen, wie es weitergeht. Und eventuell kriegst du dann von mir eine Nachricht. Alles gut. Einer hat schon bezahlt. Basti Zockt hat, glaube ich, schon den Strafzettel Aber bezahlt. hab ich schon gehört, mit dem muss ich mich auch gleich nochmal auseinandersetzen. Und Ja, dann muss ich hier mal an der Brücke reparieren, die ist irgendwie kaputt gegangen. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist.
Ich meine, Hauptsache die Brücke ist vorne ist eh nur ein Block ich breit. Hätte eigentlich warten sollen, bis du draufstehst, weil hier fällst du nicht weit. Dann gäbe es eine nächste Anzeige wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ich weiß schon, das hört da nicht mehr auf, gell? Ich weiß schon. Ach Gott. Zu gut. Einfach nur zu gut. Aber ein kleiner Funfact übrigens, der Lectern herzustellen oder vom Villager zu kaufen, Bücherregalen, alles ist teilweise teurer als der Strafzettel selbst. Von daher. Das stimmt, also die Strafzettel sind vom Preis her sehr fair. Ja, aber wir wissen ja alle, es geht da mehr ums Prinzip. So, ich werde mich jetzt mal intensiv mit meiner Community unterhalten müssen, um das weitere Vorgehen zu planen. Und je nachdem, was dann die Community, sage ich jetzt mal, entscheidet, wird es dann hier entsprechend weitergehen. Soll ich mal zeigen, wie schnell man so einen Strafzettel sich wieder bezahlt? Ich habe im Inventar ein bisschen Eisen. Das ist richtig, das ist richtig. Fertig, ist bezahlt, hier sind 12 Emeralds. Fertig. Ja, das stimmt. Es ging mehr nur so um das Ding. Aber darum geht es ja gar nicht. Nee. Ich mein ja nur wegen. Ich weiß ja, Leute ringen immer so wegen Preisen oder ähnliches auf. Ich weiß nicht, was ihr alle habt. Ja, ich glaube, da muss man einfach mal, vielleicht kann man da mal ganz allgemein ein Wort dran verlieren. Egal, was hier gemacht wird, es ist ja nicht so, dass wir auch mit dem, was der Basti und ich gemacht haben. Ja? Es geht ja nicht darum, den Spark zu ärgern oder so, sondern es geht darum, Content zu kreieren, der unterhaltsam ist und gut. Und Spark überlegt sich halt, okay, die haben Mist angestellt, wie kann ich ihnen diesen Mist so ein bisschen, wie kann ich sie zur Rechenschaft ziehen, ohne dass es unterhaltsam ist. Das hat halt gerade gepasst, genau. Genau. Und selbst ist wenn auch nichts passiert, wenn jetzt 20 Diamanten, wäre es auch lustig gewesen, weil die hätte nie jemand zahlen können. Dann wäre es darauf hinausgelaufen, dass irgendwo was schief läuft. Es geht nur darum, Unterhaltung zu machen. Und die in verschiedenen Varianten. Wir mögen uns ja deswegen trotzdem noch. Genau. Nur also, wenn jetzt wirklich Items irgendwo aus der Insel oder so abgebaut worden wären, hätte ich das vielleicht ein bisschen anders aufgefasst. Oder auch wenn ihr außerhalb der World Wide Sachen geholt hat, weil das halt so nicht gegen den Spielmodus halt ist, das macht es halt so ein bisschen kaputt, wenn man sich dann, ach, wir holen jetzt hier Ressourcen von außerhalb. Ja, auch da hängt es ein bisschen davon ab, behaupte ich, was ich mit den Items mache. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Dings-Chest bekommen hätte, wie heißt sie, diese Schalker-Chest. Genau. Ja? Und wenn ich jetzt mit der Schalker-Chest hier rumgelaufen wäre, meine Sachen gesammelt und einfach weitergespielt hätte, wäre es doof gewesen. Wenn ich aber mit der Schalker-Chest überall angegeben hätte, so ein bisschen, ne, und das extra so ausgekostet, wir haben die jetzt und schau mal und so, und gar nicht, also dass es mehr darum geht, dass man eben zur Schau stellt, was man gemacht hat, finde ich es schon wieder interessant, weil wir machen dadurch den Spielmodi ja nicht kaputt, ne? Nee, das ist in Ordnung. Was halt nur aus Projekt-Orga-technischer Sicht mir noch einfällt, dass man halt guckt, dass es halt auch fair für andere, die das genauso hätten machen können und das mal nicht so für sich ausnutzt in dem Sinne. Das ist richtig. Stichwort ausnutzen, ne? Ich habe gestern mit Blizzard lange gequatscht, weil den habe ich nämlich auch nochmal erwischt. Also ich muss noch ganz viele Strafzettel ausstellen. Ich habe mir gestern stolz gezeigt, wie sie durch die World Border gefahren sind. Und er hat einfach in jedem zweiten Satz das Wort ausnutzen genommen, weil er immer versucht, Dinge ist ein Meme geworden, das Thema ausnutzen. Oh, sehr gut, sehr gut. Hätte auch sagen können, einen Bedrock, nur damit einer in den Knast kommt. Ja, richtig, genau. Es könnte auf dem Strafzettel auch draufstehen, ein Bedrock. Das wäre ganz schön schwierig, einen Bedrock aufzutreiben. Ja, irgendwie so. Aber bei mir fordern sie eine Dienststelle. Eine Dienststelle müssen wir auch noch machen. Also die Stadt mit ist halt sozusagen für alles offen, dass man da was draus basteln kann. Wenn da noch Platz ist, kann das auch mit Sicherheit irgendwo hin. Ich glaube, dass wir die ganze Shopfläche irgendwie gerade gar nicht füllen können, wenn ich mich so. Das ist ja wurscht, dann kommen halt dann andere Gebäude hin, wie Dienststelle oder was weiß ich. Ja, oder was halt bauen. Ich kann auch das Gefängnis auf dem Shop bauen, dann muss es ja nicht drunter sein. Steht halt oben. Ja, dann würde ich das sogar so vorschlagen. Dann schreibe ich das auch mal in den Shopping District rein, weil die Nachfrage nach Shops ist einfach so gering, dass viel zu viel Fläche übrig ist. Ich hätte das auch ein bisschen anders eingeschätzt. Ein Crafting ging da ein bisschen mehr. Die Mitte war eigentlich dafür gedacht, dass sie irgendwas so gemeinschaftsmäßig hin kann, aber ich würde die vielleicht offen als Platz lassen und dann. Genau, würde ich auch sagen. Das finde ich eigentlich ganz cool, wenn hier ein Platz ist und dann. Man kann sich oder andere Idee. Oder so, wir können ja als Regel Folgendes machen, dass es nicht unbedingt ein Shop sein muss, sondern halt auch, sei es eine Polizeidienststelle, irgendwas anderes, was man so anbietet. Dann, ja, das ist ja auch, auch eine Art Dienstleistung. Ne? Wir sind ja über Woche 3, das heißt, jeder dürfte eigentlich schon seinen zweiten Shop bauen, das geht ja automatisch. Genau. Dann kann man eine Polizei, dass sich einfach die Map füllt, sozusagen. Ich glaube auch. Ich glaube, es ist kein Thema, vor allem wenn überleg mal, auch im Craft Attack waren noch so viele Shop-Plätze frei.
Genau. Aber Grafik hat sich mit der Zeit so langsam echt gut gefüllt, so dass man auch schon neue. Ja, aber es waren trotzdem noch mehr als genug Bauplätze frei und viele waren dann halt zwar angefangen auch, aber nie fertiggestellt. Insofern, ich glaube nicht, dass wir hier Platz mal kriegen. Ich habe dann immer Anxieties gekriegt, dass nicht genug Platz ist und dass wir irgendwie schaffen müssen und naja. Ja, würde ich dann für Grafik auch vorschlagen, dass die Plätze wieder oder dynamisch belegbar sind, dass man so nach Quadratmetern geht und dann wird das ein bisschen verwinkelter für nächstes Jahr oder für nächste Season. Ja, man könnte ja auch irgendwie machen, dass man für jeden Block was zahlen muss. Und dann kannst du dir wirklich auch nur 2x2 nehmen, wenn du da so einen Mini-Stand hinbaust. Ne? Einzige, also Vorgabe würde ich trotzdem machen, dass es optisch nach was aussehen muss. Ne? Also, ja. nur eine Kiste hinstellen gilt nicht. Und du kaufst hatten wir auch hier für die Shops. Also Shop wird nur eröffnet, wenn es halt eine gewisse kreative Schaffungshöhe reicht. Genau, aber wenn jemand ein cooles Ding auf 2x2 Fläche macht, dann spricht überhaupt nichts dagegen, finde ich. Nö, ja, es geht auch, sofern es halt gut und kreativ aussieht. Ich mache jetzt erstmal meinen eigenen Ausweis. Name Spark, Dienstgrad, Polizeichef. Alter Ausweisnummer. Ja. Name Spark, Dienstgrad, Polizeichef. Dienststelle SkyAttack Server. So, Justizministerium SkyAttack. Das passt doch. Einfach nur Polizeiausweis. Fertig. Ja, das reicht. So, sign and close. Wenn man da drüber geht, Polizeiausweis, Weißbarger Phoenix. Na also. Dann hätten wir es schon. Da ist schon mal mein Ausweis hier fertig. Jetzt muss ich aber noch ganz kurz hingehen und weitere Strafzettel austeilen. Also wir haben für Basti zockt wegen Überschreiten der Weltgrenze. Blizzard und Janus überschreiten der Weltgrenze. Kroko habe ich schon für mündlich zugestellt. Kroko ist durch. Basti zockt eben das eine durch. Jetzt geht es nur noch um die drei anderen bei Durchschreiten der Weltgrenze. Also brauche ich drei Bücher. So, dann gibt es hier einmal ein Dingsen plus Kiste und hier ein Dingsen auch plus Kiste. Das heißt eine Kiste. Und Janus und Iosa, die wohnen ja beide hier. So, 10 Emeralds. Und Blizzard auch 10 Emeralds, weil es der erste Strafzettel ist. Ach nee, Blizzard kriegt ja 2. Kann ich das nochmal editieren? Nee, kann ich nicht. Ja, da muss ich ja noch eine Notiz hinzufügen. Der zweite Strafzettel ist für das illegale Betreten des Spawns. Notiz. Na also. So, machen wir das einfach so. Abgehakt. So, wir sind durch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis weiter geht's in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.